Du bist ja ganz schön stark. Danke für deine Hilfe. Wir Mogma lassen uns nicht lumpen, wenn es jemand hilft. Wie kann ich dir für deine Hilfe danken? Hilf mir. Du warst auf der Suche nach deiner Freundin, oder? Dann wirst du das hier sicher gebrauchen können. Du hast die Grabklauen erhalten. Drücke A, mit ihnen ein auffällig aussehendes Erdreich zu graben. Damit kommst du hier nach oben. Probier's mal dem Loch da aus. Ich hoffe, deine Freundin ist nicht den roten Kerl in die Hände gefallen. Wenn ja, wirst du den roten Kerl leid tun. Alles klar. Okay. Oh. Oh. Das kann ich mehrfach. Ui, 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 ui. Oh. Geld. Huch. Oh, hi. Hast du mich erschreckt? Was kriegst du da direkt über mir? Schon in Ordnung. Man weiß nie, was man beim Graben findet. Das macht es so spannend. Natürlich fehlt man Rubine, aber auch hartes Metall oder Herzen. Wann immer du ein Loch siehst, sollst du drauf losgraben. Achso, da ist ja das Vieh drin. Oh. Bomben. Ups. So kann man also auch Öls lösen, ja? Einfach anschlagen. Es geht schon hoch. Oh, die haben jetzt die Rubine zerstört. Schade. Schade, schade. Da geht's nicht weiter. Ah, oh, lass mich raten. Ich muss die alle erschlagen, damit ich da weiterkomme. Oh, das hat mal nur dran gesessen. Okay. Tropfst du was? Nein? Okay, dann nicht. Aus hat ausgereicht. Ich komme weiter. Hier ist noch was zum Graben, aber es ist wahrscheinlich wieder... Ja. Da ist was zum Graben. Nichts mehr? Schiebung. Ich bin der Rasenmähermann. Was haben wir denn hier drin? Rubine, Rubine, Rubine. Ui, ui, ui. Also man könnte jetzt sagen, langsam sind unsere Rubinprobleme aufgehoben. Hier finden wir jede Menge. Hallo Mogma. Noch einer, aber diesmal grün. Gerade eben war jemand, der so ähnlich aussah wie du, nur mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Hier geht's nicht weiter, aber das hat ihn nicht mal gebremst. Er ist einfach hinübergesprungen. Was? Was für eine Kraft! Respekt! Einfach rübergehopst? Einfach so? Ich muss gar nicht springen. Die Brücke fährt sich einfach aus, wenn ich komme. Auserwählter der Göttin! Zelda ist nah. Beeil dich. Okay. Okay. Danke für die Hilfe. Wer bist du? Was ist das für ein Gebilde?
bin nicht schnell genug. Okay. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, Rubine. 3. Oh, Herz. So, die schieben wir mal in die Richtung. Nicht, dass sie runterfallen. Dann gehen wir jetzt da lang. Oh, noch eine Monsterklaue. So, das sieht aus wie... Ja, hier kann ich runterrutschen. Sehr gut. Tschüss. Oh Gott, was? Oh oh. Okay, dann... Komm ich erstmal nicht lang? Sieht nicht so aus, ne? Ich muss aber da hoch. Was haben wir denn da drüben? Ah. Ob das ein Hinweis darauf ist, was ich machen soll? Passt das? Ja, sehr gut. Wo geht's denn dahin, wenn ich da jetzt runtergehe? Dann geht's da. Da geht's zurück zum Eingang. Oh, ich habe gerade Abschluss zum Eingang geöffnet. Sehr gut. So, und ich brauche jetzt also die Schleuder. Ah, okay. Einfach vom eigenen Steiner schlagen lassen. Ich verstehe. Nee, hier will ich nicht sein. Ich verstehe. Das war das Konstrukt. Krieg ich dich denn damit kaputt? Der andere war ja auch so umgestürzt. Jaha. Ich glaube, es hat er nicht überlebt. Nur so ein Gedanke. Nein, mein Rubin. Bleibst du hier? Kommst du her? Du hast einen Eldin-Skarabäus gefangen. Dieses Insekt liebt es alles, was stinkt, und rollt es in sein Nest. Sieht dabei ziemlich niedlich aus. Es gab doch hier noch einen zweiten. Es gab hier noch einen zweiten. Es waren zwei rausgekommen. Da. Komm schon. Nein. Es tut mir leid. Oh nein, ich bin drüber gewalzt. Entschuldigung. Mehr gibt's hier nicht. Okay, dann weiter. Was hast du, ein Halbmond? Oh, ein Halbmond. Du hast einen Bärchenhalbmond gehalten. Wir wissen auch schon, was das ist. Vielen Dank, Sir. Ist es schon unser dritter? Da lang? Da lang? Ach, hier lang. Oh.
Wow! Ich wollte gerade sagen, da ist noch einer. Es waren nur erst drei. Oh Gott, nochmal? Ihr habt schon mal keine Steine. Geh besser nach rechts. Nach rechts hoch. Tschüss. So, dann darüber. Tschüss. Und dann müssten wir wahrscheinlich euch wieder erledigen, ne? Wobei euch kann ich wahrscheinlich einfach umgehen. So. Und da sind jetzt noch die drei dran. So, sie müssen von ihrem Stein erschlagen werden. Okay. Da drüben ist noch was, was man aufbomben kann. Dummerweise haben wir gerade keine Bomben. Oh, was haben wir denn da? Sie müssen es hier vergraben haben, aber ich finde nichts. Bist du sicher, dass es hier war, Ferry? Und was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel, den Schlüssel! Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Und eines von diesen fünf Teilen muss hier sein. Hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit den blonden Haaren gesehen, der hineingebracht wurde? Ja, bestimmt haben sie etwas Wichtiges versteckt. Und der Mensch war bestimmt Teil dieses eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Oh, was machen wir mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels? Wir öffnen damit das Tor und reißen uns drin sämtliche Schätze unter den Nagel. Aber können wir uns nicht einfach hineingraben? Du bist ganz schön schlau. Was? Gebieter, ich habe etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit dem Mokma eine wichtige Information. Fei, könntest du bitte einfach gehen? Wir haben diese Unterhaltung auch mitbekommen. Ja, wir wissen, dass wir da rein müssen. Die eben erwähnte seltsame Gestalt weggebracht wurde, war Zelda. Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Es ist so ermüdend. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente zu diesem Tor aus demselben Material bestehen wie das Tor selbst, beträgt 95%. Aurasuche. Ich spüre, dass hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar. Daher habe ich als Ziel für die Aurasuche festgelegt. Juhu, Aurasuche. Ich hätte gedacht, der wäre eher drin gewesen, aber okay. Die Fragmente der Tür sind aus demselben Material wie die Tür, aber die Tür reagiert nicht drauf. Da hat wohl jemand einen Fehler gemacht bei Nintendo. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten. Es ist Teil des Schlüssels, der das verschlossene Tor zum Tempel öffnet. Sammle alle fünf Fragmente, um ihn zu vervollständigen. Es fehlen nur noch vier Fragmente. Was ist hier drin? Oh, Rubine. Oh, 12 Rubine. Sehr schön.
Kommst du her? Kommst du her? Ich will dich nicht wieder zertreten. Aber genau das ist gerade passiert. Moment. Mit euch könnte ich vielleicht da unten... Nein. Das... Doch, das könnte reichen. Das könnte... Sehr gut. Was wird, was genau da ein Schlüsselstein drin ist? Hey, ich hatte recht. So. Gib her. Ein Schlüsselfragment. Noch drei. Da unten ist nichts mehr, okay. Da oben ist aber was. Zert. Huiuiui. Da geht's nicht durch. Haben wir sonst noch was hier? Moment. Da unten? Aber da unten war ich doch gerade. Das ist nochmal ganz unten. Hä? Habe ich ganz lange gesehen, Magmarienkäfer. So. Hä? Moment. Wenn ich da jetzt in die Richtung schaue, dann... Wo war die Tür? Die Tür ist da oben. Wenn ich in diese Richtung schaue, bin ich wo? Wo wollen die, dass ich hingehe? Warum habe ich das Gefühl, dass mich das hier gerade so ein bisschen verarscht? Das heißt, da hinten müssten zwei sein. Eins in der Lava und eins im Berg. Ich gehe dann erstmal da oben weiter. Ich habe fast das Gefühl, da ist ein Anzeigebug. Aber schauen wir mal. Da oben gibt es ja noch ein bisschen was. Vor allem, weil ich eigentlich behaupte, da unten alles eingesammelt zu haben. Das kommt mir gerade sehr suspekt vor. So, hallo. Ach, da. Auch wieder einer mit. Wo ist er? Da ist er.